Hi, also ich war gerade nochmal mit dem Unsichtbarkeitsumhang bei. Wie heißt der Typ nochmal, der Luftschiffe baut? Nick. Genau. Der ist da vorne immer noch abgekapselt. Ich glaube, der hasst uns. Aber ich weiß jetzt offiziell, dass er ein Werwolf ist. Er hat sich vor meinen Augen verwandelt. Okay. Da hinten rennt doch einer. Kommen Sie mal mit. Na, ist ja egal, aber Werwolf bleibt Werwolf. Der ging ja schnell kaputt. Ich glaube, das war noch ein kleiner. Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall, Ja, falls sich der Typ nochmal hier, der one-hitted fast schon die Hunter. Macht der so viel Schaden? Ja. Ja, ich glaube, vielleicht auch Tool. Ich habe, es kann sein, dass ich mich verguckt habe. Ich denke mal, zwei Schläge dürften sein. Ja, da müssen wir ganz besonders aufpassen, vor allem wenn der hier ist. Ja, ich habe jetzt noch nicht gewagt, ihn anzugreifen. Nee, da müssen wir dann schon zu dritt oder zu viert drauf gehen. Ja, das ist wahr. Am besten mit dem Herrn Olaf, der kann die ja irgendwie lähmen mit einem Zauber. Ja, das kann ich auch inzwischen. Okay, dann ist das gut. Aber bei Olaf ist da ein bisschen drin geübt. Wenn er trifft. Ja, wenn er trifft, genau. Ja, aber also wie gesagt, der macht da hinten gerade irgendwelche Rituale und verwandelt Dinge. Wie, der Herr Olaf oder? Nein, nicht Herr Olaf. Herr Nick. Ach, dort in was wir gefunden hatten. Genau, und da bin ich halt gerade mit dem Umhang hin. Und hab das nachgeguckt. Oh Gott, ich muss weniger Wellen saufen. Treffer. Genau, also da bin ich hin, hab geguckt, ob er noch da ist und ja, da war er und hat sich in den Werwolf verwandelt. Okay, dann muss man vielleicht mal irgendeinen Tag dahin gehen und ja, ihn mal zur Rede stellen, beziehungsweise einfach mal hinrichten. Das wäre die einzig gute Möglichkeit. Aber wenn wir ihn hinrichten, dann erscheint er wieder neu. Naja, das kann er ja. Dann setzen wir ihn fest und... Der Arsch hatte einen Feuerschuss. Dann setzen wir ihn fest und nehmen ihn gefangen, zwingen ihn den Trank zu trinken. Gute Idee. Ist ja alles kein Problem heutzutage. Vielleicht sollte ich mal Herr Melvin auch mitnehmen. Das auf jeden Fall, wenn er dann irgendwann mal anfängt zu zaubern. Er hat ja, er hat schon ein Schwert aus diesem Zeug von der Sternmagie. Ah ja, das soll aber wohl nicht so gut sein wie unsere. Ja, klar, unsere sind um meinen besser. Ja. Die Spitzhacken davon sollen es wohl sehr gut sein, laut Herrn Tobias. Soweit ich weiß. Sind die so gut wie eine Eisenspitzhacke? Kann natürlich auch sein. Also er sagte, die sind sehr gut zum Abbauen. Bleib stehen. Hallo. Da läuft ein Werwolf. Der rennt weg, lassen Sie. Okay. Solange sie aus der Stadt rausrennen, anstatt rein. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, der sollte mal ausleuchten. Hokus pokus so. So, und den treffe ich jetzt. Ja. Ey, ernsthaft? Ah, da oben steht auch noch was. Das rennt weg! Ich geb's auf mit dem Bogen. Wo steht da was? Da oben auf dem Haus, da brennt ein Skelett. Okay.
Genau da. Und da ist noch ein Werwolf gerannt, aber ich glaube, das war der Darko. Ja. Oh, sorry, tut mir leid. Oh Gott. Oh, hier braucht schon wieder jemand Hilfe. Klicken. Also, ja. Kann man keine Erde mehr kaufen, die habe ich alle aufgekauft. Dann müssen wir uns das mal angucken. Hm. Und ja, zu viert da mal hinschleichen und dann geht das schon. So, jetzt gucke ich mir aber mal ihren Keller vom Gerichtsgebäude an. Sie meinten ja, sie sind fertig. Hm. Außer halt mit den Säulen Herr Ben, und so. Herr Ben, hier gibt's einen Weg. Jeder, der nicht den Weg benutzt, wird geköpft. Ich habe ihn heute geköpft. Warum? Aus Versehen. Okay. Ich brauche Platz. Aber der Dreck hier, der wird noch weggemacht, oder? Ja, da hat der Darko gesagt. Er hat okay. Ja, das reicht doch vollkommen aus fürs Erste. Hören Sie mal bitte auf zu schmatzen. Ja, hier hinter der Wand ist das Wasser, das hört man. Genau. Ja, dann könnte man ja hier und da ein paar Zellen hinbauen. Und dann hier so ein Geheimgang zum Stadtherrengebäude. Hm. Das wäre eine Idee. Ja. Und eventuell sogar noch zum Gebäude der Stadtwache. Dass wir das unterirdisch so verbinden. Dass wir auch schneller beim Stadtherrn sind, wenn irgendwas ist. Da müssen wir aber, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade auf Patrouille sind oder in unseren Häusern, müssen wir dann halt erst dahin rennen. Ja. Ich zum Beispiel kann schneller ins Stadtherrenhaus als ins Stadtwachenhaus. Ja, also ich eigentlich auch, aber ich denke mal, ich werde mich die meiste Zeit dann im Stadtwachenhaus aufhalten. Hm. Je nachdem, was jetzt das nächste Ergebnis der Wahlen zeigt. Das ist so die nächste so, Frage. Aber apropos Aufgabe, ich muss die Köpfe abgeben. Ich habe endlich alle zusammen. Ja. Haben Sie auch welche über? Ja, hätte ich nichts gegen. Ich könnte 20 Zombie-Köpfe abgeben. Ja gut, ja, gut Zombie-Köpfe habe ich voll. Und vier Skelett-Köpfe, mehr nicht. Creeper-Köpfe Creeper-Köpfe habe ich genau 32. So, ja. Stadtwache geht vor. Da müssen Sie mit Himmel vertreten, aber ja, wenn der Herr Nick zusätzlich zu seinem komischen dunklen Sternenzeug da auch noch Blutmagie betreibt, dann... Sterne sind nie dunkel. Gut, er kann einen schwarzen Pulver auf die Erde setzen und dann ist es ziemlich dunkel, ne? Ja, und dann tauchen Monster auf. Also, das ist schon dunkle Magie dann. Ja, aber ich halte sein Magie für nicht bedrohlich. Werden wir dann schon einschätzen, wenn wir einmal dort irgendwann sind. Aber vielleicht sollte man wenn sie sagen, dass er da oben noch ein Opfermesser hat, vielleicht mal irgendwann, wenn er nicht da ist, ein Hausdurchsuchung anwenden. Das ist schon wortwörtlich ein Schwert. Mhm. Aber das eine Hausdurchsuchung, das wäre interessant. Ja, das wär vielleicht hat er einen geheimen Keller. Ja, wir müssen da konkrete Vermutungen haben dafür. Die gibt's genug. Naja, wir haben da Beweise für die Vermutungen? Wir beide haben draußen in der Wildnis was gefunden. Ich glaube, das spricht für sich, es sei denn, er hat es schon vorher vernichtet. Ich glaube nicht. So schnell kann er nichts vernichten. Ich habe ihm die Rüstung heute oder gestern, heute gegeben. Wo ist bitte schon wieder Ihr Helm? Hm? Ach so, der Helm ist kaputt gegangen. Außerdem habe ich die Rüstung gestern von ihm bekommen. Na gut, dann eben gestern. Aber trotzdem, so eine Rüstung muss doch länger halten. Ach, ich frage jetzt nächstes Mal, wenn Herr Ramon online aufwacht. Es kommt drauf an, wenn man dadurch stirbt, kriegt die 4 Schaden. Hm. Ja, ich bin nur 2 von 3 Eikel getötet worden. Da ist mein Helm kaputt gegangen. Warum bitte? Egal. Weil ich auch ein Magier bin. Hokus Pokus. Ich kann besser zaubern als Herr Melvin. Ja. Der sich selbst abschießt. Ich bin ein Magier, ich kann fliegen. Und Benny kann mit Bogen nicht umgehen, genauso wenig mit
ihn mit seinem Zauber, weil er damit nicht trifft. Ich kann Menschen verschwinden lassen, die machen ganz laut Puff. Nein. Okay, dann haben wir das jetzt erst einmal geklärt. Sehr gut, und gut, ich kann verschwinden. So, ja, so viel zum Thema dazu. Sehen Sie, ich kann zaubern.